Hallo Filmfreunde, es freut mich auch diesmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es hat sich mal wieder einiges bei mir angesammelt, wo ich gern verkaufen würde. Ihr wisst ja, ich verlange für die Filme nicht viel. Hauptsache ich habe sie los und Anna freut sich. Der Zustand ist wie immer tadellos. Ich habe sie ja alle wieder geprüft, jetzt eventuell Hülle ausgetauscht, wenn irgendwas kaputt war oder. Und sind diesmal wirklich ein paar Wochen. Ich habe jetzt auch extra mal gewartet, dass ich mal ein bisschen was zusammenkriege und nicht wegen 5, 6 Filme da ein Video mache. Und am besten fangen wir gleich mal an. Dann hätten wir hier als erstes auf DVD heiße Spore. Filme sind selbstverständlich alle ungeschnitten. Ich verkaufe keine Filme, wo da geschnitten sind. Film ist auch bekannt unter Folterrentner gequälten Frauen ist auch, oder geschändeten Frauen ist auch ein 131er. Wer also auf so Art wie I Spit in Your Grave oder so steht, ist hier auf jeden Fall gut beraten. Dann hätten wir als nächstes die Hebe zu zweit, dann Kamera und zwar hier. Lay to Rest Ons und Lay to Rest 2. Unrated Extreme Edition und hier Extreme Uncut Edition, also beide komplett ungeschnitten. Qualität von der Film ist sehr gut, habe ich auch geguckt, logischerweise. Nicht irritieren lassen, dass der Dragon steht, sogar Dragon schafft es manchmal, gescheite Qualität an den Tag zu legen. Aber die sind echt gut. Und ja, wenn sie jemand haben will, können sie einzeln haben oder auch beide zusammen, das spielt keine Rolle. So, dann geht's weiter. Dann hätten wir hier auf Blu-ray der Siegburg hier in der Uncut-Version. Ich denke, zu den Filmen brauche ich jetzt auch nichts großartig sagen. Die, wo die Filme haben wollen, die wissen über den Film dann schon Bescheid. Dann hätten wir hier mein selber gemachtes Steelbook, auf das ich eigentlich schon ein bisschen stolz bin. Das Ding ist tadellos, hat keinen ordentlichen Kratzer, keinen ordentlichen Magges. Hier ist Evil Dead Blu-ray Steelbook. Und innen drin habe ich die geschnittene Fassung raus und habe hier die Uncut Blu-ray habe ich hier rein. Und so ein richtig schönes Teil, wenn das jemand haben will. Dann hätten wir hier als nächstes der Bunny Game. Dann nehmen wir ein paar her. Hätten wir hier Jason Goes to Hell hier auf Blu-ray in der komplett ungeschnittenen Fassung. Kleine Zusage, ist ein Bootleg, aber Qualität vom Film ist echt richtig gut. Also hat wirklich Blu-ray-Niveau fast. Dann hätten wir hier der Shopping Mall hier auf Blu-ray. Selbstverständlich ungeschnitten. Ist ja hier die offizielle VÖ, ist kein Bootleg oder irgendwas. Dann hätten wir hier mit der Linda Blair The Savage Streets. Ist limitiert auf 1000 Stück. Selbstverständlich auch Ugschnitte, habe ich ja vorhin schon gesagt. Dann geht's weiter, hätten wir hier der Collector, das ist hier klar mit die niederländische Fassung, aber mit deutschem Ton. Hier steht's Dutz. Ja, bei den Holländern sind wir einfach Dutz. Dann hätten wir hier, ich finde eine richtig schöne Auflage von Geile Gasteig, Video Lady Dracula oder auch unter einem anderen Namen bekannt, Living Dead Girl, 131er. Dann hätten wir hier neu remastered und uncut, Wishmaster 2. Ah, richtig gute Quali, hier will ich auch geguckt. Zwar von Laser Paradise, aber auch hier nicht irritieren lassen. Auch die schaffen es ab und zu mal eine gescheite Qualität an den Tag zu legen. Dann geht's weiter, hätten wir hier eine Special Edition von Dragon, hier im Digipack, der Babyblatt. Dann hätten wir hier im Steelbook der Hostel 2 hier in der Extended Version. Hier auch noch schön mit Booklet und allem drum und dran. Was übrigens bei dem Babyblatt auch innen drin dabei ist, Booklet. Also ist auch komplett, fehlt nichts. Dann hätten wir hier Hedare Doku, Faccia, die Spa, die blutigen Akten des CIA.
ist auch so im Stil von Gesichter des Todes und so weiter. Könnt ihr mal hier hinter die Bilder angucken, also die zeigen schon was. Ob das jetzt alles wirklich echt ist oder gestellt ist, das weiß ich nicht, aber sieht schon gut aus, ist auch geschnitten. Dann hätten wir hier die Uncut-Fassung auf DVD von Maniac. Das ist hier die alte Flak, das ist jetzt die neue, wo rausgekommen ist. Das seht ihr hier, nur zum Verkauf in Österreich oder Schweiz. Und dann hätten wir hier noch die Armee der Finsternis aus der Red Edition. Auch sehr guter Halter alles, nichts dran. Wie ihr schon mal gesagt habt, auch das dicke Red Edition Buch dabei, wo wirklich alles drin ist, was bis zu dem Zeitpunkt der Red Edition rauskommen ist oder rauskommen wird. Auch vollständig. Und als letztes hätte ich hier noch, und zwar hier mit Wesley Snipes, hier der Sugar Hill, auch mittlerweile schwer zu bekommen. Bei Amazon war er mal eine Zeit lang günstig, jetzt ist er glaube ich nicht mehr günstig, aber ich weiß es nicht mehr genau. Der gehört jetzt unsere Trilogie, wo ich der dritte Teil nicht weiß, welcher das ist, aber der New Jack City ist auch noch in der 3, das ist der zweite. So, und das war's. Dann, ich schreibe wieder in die Infobox meine Kontaktdaten, wenn euch irgendwas interessiert, schreibt mich an und dann werden wir uns auf jeden Fall wie immer einig. Macht man nur einen Gefallen, wartet nicht so lange, wenn ihr irgendwas haben wollt, weil der wo zuerst mal, der malt zuerst und ich lege auch ungern Sachen weg, also wenn da ich entschließt, irgendwas wollen. Natürlich, wenn das sagt, ich kann erst in 2-3 Tagen bezahlen, ist das kein Ding, aber nicht kommen und sagen, erst in 4 Wochen oder so. Also wie gesagt, schreibt mich an, da werden wir uns schon einig. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei einem von meinen nächsten Videos. Euer Stone Cold.